Was ist besser als Blumen? Noch mehr Blumen! Und damit herzlich willkommen bei den Brick Freaks. Heute wieder Dépendance Schweiz. Doch bevor ich zum Set von heute komme, kleiner Hinweis, es ist eins von diesen Vieren. Noch ein kleiner Nachtrag bzw. eine kleine Ergänzung zum FAQ. Frank hat heute Morgen ein Video hochgeladen mit den FAQs und ein paar der Fragen betreffen doch mich und da möchte ich doch einiges ergänzen. Sonst bin ich mit dem Inhalt von Frank, mit seinen Aussagen absolut einverstanden. Das trifft alles genauso zu. Yo, ich habe mir hier eine kleine Notiz gemacht, damit ich da nicht allzu sehr abschweife. Das erste, ich gehe einfach chronologisch durch, so wie es Frank im Video gemacht hat. Schaut euch das Video an und dann könnt ihr dazu diese Ergänzungen nachher euch besser erklären. Blue Bricks, das Kino fand ich top. Ich habe auch kein Problem mit Blue Bricks, aber ich baue es hin und wieder. Und wie Frank sagt, es sind die Sets, die sind mehr oder weniger interessant. Und wenn was dabei ist, dann greife ich da auch mal zu. Mein absolutes Top-Set ist ja von Blue Bricks und zwar die Gorch Fock. Das ist wirklich Klemmbausteinkunst. Hochklasse, Weltklasse. Hatte ich ein Video dazu gemacht. Ich verlinke es in der Endcard. Dann Kobi habe ich mal gebaut. Und zwar mein erstes Set vor 3-4 Jahren, wo ich wieder angefangen habe oder überhaupt angefangen habe, Klemmbausteine zu bauen hier im Erwachsenenalter. Das ist die Junker, ne? Die Tante Ju. Die hatte ich auch gebaut. Das ist natürlich ein schönes Klemmbaustein-Set. Da passt alles. Kobi ist einfach mehr Modellbau. Und natürlich hier den Black Hawk. Ja, Black Hawk Down, ein sensationeller Film, wie ich finde. Da musste ich den Helikopter haben und die ganzen zwei Sachen, die fliegen ja. Das heißt, man muss sie nicht ins Regal stellen, man kann sie an die Decke hängen, platzsparend. Dann, was baue ich am liebsten oder was haben wir viel gebaut? Ja gut, natürlich Mold King, Fantasy, Funhole, Reobrick sind so die Marken, die ich sehr gerne baue. Mold King hat in letzter Zeit einfach eine Top-Steine-Qualität, muss ich sagen. Bei Fantasy und Funhole ist es sowieso klasse Steine. Ich meine, das ist alles Go-Bricks. Und Reobricks, yo, da habe ich jetzt dann als nächstes Video eine super Überraschung. Ein extrem geiles Piratenschiff, das zwar auch schon vorgestellt wurde, aber das ist wirklich top. Bis auf die Steine, die haben da ein bisschen Probleme. Kommen wir dann dazu. Dann die Lieblingssets, ganz klar die Gorch Fock, wie ich schon erwähnt habe. Dann natürlich das U-Boot, das ist eine Sensation von Pandos. Sonst baue ich im Allgemeinen gern Schiffe und Gebäude. Technik ist nicht so meins, das wisst ihr. Und hier im Hintergrund natürlich die Last of Us Apocalypse Stadt, finde ich auch eine Sensation. Dann mit meinen Sets, was mache ich damit? Ich verkaufe sie natürlich auch gerne weiter. Meldet euch, wenn ihr interessiert seid, an den Sets, die ich vorstelle. Manche behalte ich auch, wie zum Beispiel dieses Blumenhaus oder dieses wunderbare Haunted House hier oben. Die finde ich klasse. Aber sonst verkaufe ich gerne zu einem günstigen Preis weiter. Und ich bin auch auf Ricardo, hier der Schweizer Plattform, ähnlich wie eBay in Deutschland, nur schweizweit. Guckt da gerne mal. Da habe ich immer wieder Sets im Angebot. Ich verkaufe sie einfach nur aufgebaut. Gut, dann haben wir noch die Aussage von diesem Community-Treffen. Auch da, totally agree with Frank. Ich bin kein Social-Media-Typ. Ich baue gern, ich finde das gern und präsentiere das gern. Und das fasst es eigentlich wirklich sehr gut zusammen. Alles andere, da kümmere ich mich nicht drum. Und unser Kanal soll auch in dem Sinn nicht unsere Einkommensquelle werden. Frank hatte das wunderbar ausgeführt. Dann Markus vom Park im Park für Klemmbausteine. Und das ist ein YouTube-Kanal hier in der Schweiz. Und dieser Mensch heißt Markus, der diesen betreibt. Und den habe ich schon mal persönlich kennengelernt. Weil es wird ja auch die Frage gestellt, ob wir YouTuber persönlich kennenlernen. Ganz kurz, und zwar im Laden von Brick and Bricks, der am Samstag ja sein Ladenlokal in Biberist aufhat. Da ist er mir mal in den Weg gelaufen, da konnte ich immer kurz persönlich kennenlernen. Sonst kenne ich niemanden persönlich außer Frank. So sieht's aus. Dann die Hobbys hat Frank noch angesprochen. Klar, Filme hat er vollkommen recht. Und dann sind wir hier bei mir noch bei Musik. Ich meine, vielleicht kennt jemand diese Band aus dem wunderschönen Tessin. Das ist so eine Art Rock-Metal-Core-Band. Gefällt mir eigentlich sehr gut.
Und da bin ich aber sehr breit gestreut. Ihr seht es ja immer an den T-Shirts, die ich trage. Und natürlich wandern tue ich ja gerne im wunderschönen Baselbiet oder auch sonst hier in der Gegend, in der Schweiz allgemein oder auch in Deutschland. Es gibt wirklich schöne Sachen und ich mache gerne mit meiner Frau so Streckenwanderungen, so 6-7 Tage am Stück. Das ist wirklich eine klasse Sache. Und sonst die Kampfkunst hat er angesprochen. Er hat Kampfsport gesagt. Ich bezeichne es als Kampfkunst, weil es doch eher in die Richtung Selbstverteidigung geht. Da hatte ich lange Wing Chun trainiert und in letzter Zeit mache ich KSE. Das ist Kali Silat Evolution. Das ist eine Filipino Martial Arts Kampfkunst. Ja, mit Stöcken oder auch Empty Hands. Es ist wunderbar, macht mir einen Riesenspaß. Gut, das waren noch die Ergänzungen zum FAQ von Frank. Mehr habe ich hier nicht draufstehen. Nee, das war's. Ich hoffe, ich konnte euch da ein bisschen weiterhelfen. Ach ja, und Schweizer Staatsbürger bin ich natürlich auch. Yeah. Gut, das heutige Set ist natürlich der Lilienstrauß. Ihr habt es den Thumbnail entnommen. Und wir haben hier diesen neu gestalteten Karton, der noch mal ein bisschen kleiner ist als vorher, von der Firma Mold King, die 10057, ab 8 Jahren geeignet. Ist ein bisschen kleinteilig, aber ich glaube schon, nachdem hier jemand im Kommentar geschrieben hat, dass sein 5-jähriger Sohn da auch schon ganz gut dabei ist. Ihr müsst es einfach mal ausprobieren, dann wisst ihr es. Und natürlich immer unter Beobachtung wegen den Kleinteilen, bitte. Wir haben 1006 Teile plus hier drin. Hinten die üblichen Impressionen. Die Maße sind wahrscheinlich noch irgendwo drauf. Jawohl, das messe ich nachher nach. Und wenn man das mal hier mit der Flower World vergleicht, ich mache mal ein bisschen Platz. Das war die Wish Fulling Rose, die ich letztes Mal vorgestellt habe. Hier sehen wir diese zwei Kartonunterschiede. Der eine ist noch mal ein bisschen kleiner hier. Mir gefällt das schwarze Design irgendwie cooler. Ich weiß nicht, der Held hat ein bisschen Probleme mit schwarzem Karton und Set im Vordergrund. Ich finde es super, weil wir verkaufen hier schließlich ein Glemmbaustein-Set und ja, keine Impressionen oder so. Mir gefallen diese Sets eigentlich sehr gut und auch diese Kartonverpackungen gefallen mir sehr gut. Das ist wirklich ein bisschen, ja, grell. Aber ich habe meine Frau gefragt, sie fand beide okay. Das ist wirklich auch immer im Auge des Betrachters. Gut, heute geht es auf jeden Fall um hier diese, komm, mach's ganz weg, schöne Linie. Kosten tut sie 39 Franken bei Brick and Bricks, Onlinehandel meiner Wahl, wenn es in der Schweiz um Glemmbausteine geht. Er hat es mir auch zur Verfügung gestellt fürs Review. Vielen Dank dafür. Die Meinung dazu bleibt natürlich meine eigene. Ja, das alles zum Anfang. Jetzt wie immer eine kleine Slideshow mit Aufbau, weil allzu lang ging das hier natürlich nicht. Und dann besprechen wir diesen schönen, schönen Blumenstrauß in dieser schönen, weißen Vase. Gute Unterhaltung und ja, bis gleich.
Anleitungsheftchen von dieser Lilie. Recht dünn, recht bunt. Format ist mir unbekannt. Quadratisch. Mamas Uff, Brixpert, das kennt ihr in der Zwischenzeit. Designer und Moldkling arbeiten hier zusammen. Wir haben drei Bauabschnitte. Die Seitenanzahlen sind angegeben. Geht's auch gleich los. Ah, ein gelber Stein im Inneren verbaut. Nun ja, auch Moldkling macht solche Sachen. Ihr seht immer, was ihr zu bauen habt und dann geht's los. Am Anfang wird hier die Vase gebaut. Hier haben sie sich das ein bisschen abgekürzt mit diesen Rundwandelementen. Fand ich ganz lustig. Bei der Rose müsst ihr wirklich alle von diesen Tellern selber bauen. Ja, es macht Spaß. Es ist überhaupt kein Problem. Wir haben schöne Farben. Auch diese Blütenblätter in Pink und Grün, wo die Farbe hier so wegfadet von weiß fließend nach grün. Sehr schön bedruckt. Was das ist, ist mir unbekannt, aber es gibt noch ein bisschen mal so einen Farbkontrast. Die Vase ist super. Ihr baut euch durch, gar keine Probleme. Wir haben am Schluss, sieht man es, 47 Seiten. Oh, Agent 47. 148 Bauschritte und dann ist euer schönes Liliengesteck hier oder Lilienstrauß fertig. Yo! Übrige Teile hatten wir ein paar. Ich meine, es sind 1000 Teile. 1006, das war übrig, so ein gelber Zahn, sogar eine 1x6 Fliese in weiß, schön. Zu empfehlen beim Bau ist noch hier diese Lehre, dieser Größenvergleich für die Achsen, weil ihr habt unterschiedliche Achsen zu stecken. Ich meine, es ist im Endeffekt nicht so schlimm, aber damit es nachher wirklich auch passt und die Blumen sich nicht gegenseitig stören, die Blüten, die ja recht groß sind, ist es hier, so rum ist besser, ist es hier natürlich wirklich angebracht, wenn man hier das mal kurz auflegt. Super Sache, gibt es auch bei Brick and Bricks. Gut, das war's. Schauen wir uns die Lilie mal an. Beim Glockengeläut der Dorfkirche schauen wir uns den Lilienstrauß etwas genauer an. Wenn er schon so weit hinten steht, messen wir doch die Geschichte gleich. Das Blatt ist ein bisschen höher. Ja, kommen wir so auf 47 cm. Ihr könnt das natürlich arrangieren, wie ihr wollt, aber das ist mal so ein Richtmaß. Und von der Breite ist es auch abhängig, wie ihr das zusammenstellt. Ja, kommen wir doch so auf 30. Und dann gehen wir doch hier unten mal noch kurz den Durchmesser von diesem schönen weißen Wäschen messen. Da sind wir so auf 10 cm. Er hat eine klare Seite, der Strauß. Da zieht man, wenn ich den jetzt mal hier so drehe. Ja, ist nicht so toll. Und hier ist ganz klar die Front. Und die liegen ja auch nicht lose drin. Die haben natürlich hier die Halterung mit den Technikverbindern, Technikarmen, wo die ja festgepinnt sind. Gut, gehen wir mal von vorne durch. Aufkleber haben wir hier keine. Der Aufbau macht hier wirklich Spaß. Ich hole es mal ein bisschen näher ran, weil die weiße Vase ist die weiße Vase. Ja, es ist nicht allzu fordernd, ganz klar, ihr steckt viel Achsen zusammen, ihr müsst die Achsen messen, ihr klippt hier die Blüten und nachher diese Formteile dran, aber es ist eine entspannte Arbeit und ich sag mal, nach 1,5 Stunden seid ihr fertig, vielleicht braucht ihr ein bisschen länger, das hier dran zu klippen ist dann noch ein bisschen, ja, anspruchsvoller, sag ich mal. Baulösungen ist ja auch nichts speziell. Das ist, ja, ich kenne jetzt langsam diese Blumen, das sind Achsen, die da zusammengesteckt werden mit diesen Verbindern und dann kommen hier die Blüten drauf, die gebogenen und so, das ist immer alles das Gleiche. Ja, aber wie die Blüten dann am Schluss zusammengesteckt sind, ist doch immer wieder anders und was da an Material verwendet wird, finde ich auch immer ganz lustig. Jo, Bauzeit hatte ich gesagt, die Steinequalität ist super, also Moldkling in letzter Zeit, ich weiß auch nicht, die haben sich echt nochmal hier Mühe gegeben oder Gobrix hat nochmal was verändert. Das klippt sich wirklich sensationell. Ich baue ja gerade von Reobrix die Black Pearl, jawohl, die kommt als nächstes, eine Sensation als Konstruktion, aber die Steinequalität, hier ist mir wirklich schon verwöhnt, eine Sensation, wie das alles funktioniert und passt wunderbar. Klemmkraft super. Einfach top. Auch die Achsen halten diesmal einwandfrei. Super. Die Farben finde ich auch sensationell. Also seht euch das mal an, was das eine Pracht ist. Auch eben mit diesen Fließdrucken hier in Grün und Pink. Ich finde das einfach super. Auch wenn es Formteile sind, es wirkt einfach cool. Und geprickt sind solche Blütenblätter nun wirklich schwierig zu bauen. Dann werden sie einfach zu dick. Und deswegen macht es wirklich was her. Es ist schön arrangiert. Es sind genug Blüten da. Es ist ja auch noch eine geschlossene Blüte. Also wirklich super. Und wie gesagt, diese blauen Stecken da hinten, ich habe keine Ahnung, ob das Deko-Stecken sind oder auch eine Pflanze darstellen soll. Wer ein Botaniker ist, kann es mir gerne mal reinschreiben.
Ihr könnt sonst auch immer gerne reinschreiben, was ihr von diesen Gestecken haltet. Ich weiß, Blumen sind hier nicht so begehrt, aber es ist wirklich eine super Sache. Es macht was her und steht gut im Regal und muss nicht gegossen werden. Auch die Vase finde ich wiederum sensationell, wobei ich da sagen muss, ich habe noch eine Rose nebendran. Schiebe es nochmal nach hinten im Vergleich. Die Rosenvase finde ich ein bisschen stimmiger und ich finde auch, dass bei der Lilie die Vase ein bisschen zu hoch ist. Ich hätte sie vielleicht 20% gekürzt, hätte mir ein bisschen besser gefallen. Aber das ist Geschmackssache. Das ist absolut Geschmackssache. Aber vom Arrangement und von den Farben, auch die verschiedenen Grüntöne, ich kann sie jetzt wirklich nicht alle benennen, wie sie nur heißen, ob es nur Lime ist oder wie das heißt. Diese pastellfarbigen Gelbtöne, Grüntöne, es ist wirklich eine Sensation. Mir gefällt es einfach. Mehr gibt es nicht dazu zu sagen. Wenn ihr gerne Blumen habt, jetzt ist bald Muttertag. So traditionell macht man das dort ja. Ne? Es ist wirklich eine tolle Sache und mal was anderes. Baut sich wunderbar, ist ein bisschen Technik mit dabei. Einwandfreier Strauß. Und der Preis ist auch vollkommen in Ordnung. Das war's wieder mal von mir. Ich wünsche euch alles Gute. Bleibt mir stabil, bleibt mir gesund. Als nächstes, ich hatte es angetönt, die Black Pearl von Rheobrix. Eine wirklich wahre Sensation. Da freue ich mich schon aufs Video. Wird ein bisschen anspruchsvoll und ihr könnt euch auch freuen. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Gregor aus der Schweiz ist raus. Bis bald. Ciao zusammen.